Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, ich fahre gerade aus der Halle, der 26. Februar. Ich fahre, habe den 39 noch geladen, den ich am Samstag in Ludwigshafen drüben geholt hatte. Und der geht heute Morgen, geht er weiter nach Weilerbach ins Hospital. Dann werde ich dort im Hospital, da ist eine Raupe, die werde ich umsetzen. Und danach weiß ich nicht. Danach weiß ich nicht, was kommt. Ich habe auch keine Vermutung, ansonsten hört man ja immer was. Ah doch, ich weiß vielleicht doch was. Und zwar 926 Kompakt soll nach Winnweiler an die Kläranlage. Das weiß ich vielleicht doch noch. Muss meine Fernbedienung, die läuft doch heute Morgen bestimmt wieder, als wenn er noch nicht ausgeschlafen hätte. Läuft noch ein bisschen schief. Es ist immer morgens so. Musste erst jeden Morgen musst du den einspuren. Quasi. Machen wir jetzt mal schnell. Braucht sehr, sehr lange. Na, komm. Um. Kommt eine Kurve, ich muss jetzt eine Kurve fahren. Reicht nicht. Der ganze Weg hier hoch reicht nicht zum Einspuren. Ja, alles gut. Er wird halbwegs laufen. Festhalten, gleich wieder holprig. 926 an die Kläranlage Winnweiler, das ist eine eher als bescheidene Einfahrt dort. Direkt an der B48 liegend, hinten dran eine Kurve, vorne dran eine Kurve. Tempolimit auf 60, glaube ich, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. So. Fahren wir nach Weilerbach. Machen wir erstmal das. Vielleicht kommt noch was ganz, ganz anderes. So, ich habe hier. Setze ich noch die Planierraupe um, die 736. Das ist mein Gedanke. Die muss steht ganz dahinter an der Büchanlage und muss quasi ein Baufeld nebendran. Da kann ich nicht reinfahren, weil da überall, da ist so ein, ja, Bab, Sief. Mein Gedanke ist jetzt, dass ich mir die Raupe einfach quer drauf stelle, von der Seite drauf fahre, die hier vorfahre, vorne direkt an den Randstein quasi fahre und die Raupe da wieder runterfährt, seitlich. Das ist jetzt mein Gedanke, ob wir es wirklich so machen. Ja. Gucken wir mal.
gucken wir mal, wie das wird in dein Haus. Das regnet jetzt, ne? Jetzt können wir noch ein paar Minuten halten. Es regnet hier hin, regnet es wesentlich mehr als vorne. Als wie hier vorne. Die armen Jungs müssen hier verfühlen und machen und du bei dem Wetter, das ist. Bochenstein. Jo. Au. Au. So, da hinten drin steht die Raupe. Ich glaube, das mache ich echt so. Ich leg Rampen an und leg meine Plastikbretter quer drüber. Was ein Brei, oder? Nur Brei. Überall ist nur Brei. Ich drehe da hin auf den Schotter. Ah ne, da kann ich nicht mehr drehen. Kann ich nicht mehr drehen. Vielleicht wird das noch. Reicht mir das noch? Stehen. Bleib stehen. Alles gut. Fahr jetzt da hin in der dickste Sulberin. Reicht sonst nicht vom Platz her. Oh, ich glaube, euch habe ich aufgesetzt vorne. Hat sich mal so angehört. Kann eigentlich nicht sein. Gerade.
So. Also. Nochmal eine flotte Ladung, ne? Eigentlich gestört, ne? Aber wie gesagt, da vorne ist nur so ein Brei. Da komme ich überhaupt nicht rein. Überhaupt gar nicht. Parkende Bindung mich ja durchkommen, aber das sollte hat niemandem entgegenkommen. Immer geile Transporttasten. Ja, ich war faul. Ja genau, vorne in das erste Bumploch oder riese Haufe geleert. Ja. Brennt im Container. Täuscht schon, ne? Optik ist schon beschissen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Schon beschissen. Aber hier ist ja wieder Platz. Könnte vielleicht nach unten, ja wohl. Nee, so viel macht es auch nicht aus. Ach Gott. Nimm doch mal ein Schiff voll Schotter und fahr du die Löcher zu. Da vorne komme ich gar nicht durch. Ich glaube, hier vorne komme ich gar nicht durch, wo der Hänger steht. Aber so lang.
Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Kann ich noch weiter nach rechts? Könnte doch reichen. Könnte doch reichen. Und dann jetzt weiter rüber, wo die Laternen weg sind, kann ich jetzt weiter rüber lenken. Der Arsch wieder rüberhole. Gut, verloren hatte. Da vorne muss er hin. Gucken, ob ich da überhaupt reinfahren kann. Option wäre gewesen, ich lade gegenüber auf dem Schotterplatz ab. Weil dann hätte ich müssen wieder alles legen, dass wir die Raupe über die Straße bringen. Ja, und so fahren wir näher dran. Pfanne kann es knapp werden. Und der Schilderbrücke. Jetzt lade mal vorne dran ab. Jetzt habe ich auch noch ein Platter. Oh, Alter. Gibt's Schlimmeres, oder? Ja. Reicht. So, wir laden ab. Ich
fahre noch einen Meter vor und halte wieder. Das sieht gut aus. Da oben ist auch nichts Besseres. Gut. Mal die beiden Löffel abgeladen und einen Löffel für die nächste Backe. Geladen. Ja, die drüben im Hoch. Nächste 926 kompakt. Er geht nach Wienweiler an die Kläranlage. Auch nicht weit. Mal gucken, der Löffel soll nicht breiter wie 1,30 Meter sein. Weiß nicht, was der für ein Löffel hat. Wenn der zu breit ist, dann muss ich halt nochmal rüber und muss noch ein anderer Löffel nochmal dranhängen. An den Bagger. Für 5-6 Minuten etwa und dann rolle wir da rein. Sorry. Ich kann reinfahren sowieso und könnte dann im Kreis irgendwie fahren. Schauen wir mal. Ich weiß ja, wie das meistens ausgeht. Ja, ich bin mit dem Auto 8 durchgekommen. Ja. Ich denke, das sollte hinhauen. Unterlegplatten, die gibt es bis zu einer Tragfähigkeit von, ich glaube, 80 Tonnen eine. Aber die sind dann halt 3 Meter lang. 3 Meter Länge ist für uns schon wieder, ja,
sag mal, suboptimal. Aber könnte man ja dann auf quasi Meterlänge schneiden und dann wäre das alles, dann wären sie handlich, ja, man kann die rumschmeißen, wie man sie quasi braucht. Jo, schauen wir mal. Wir werden uns das mal angucken und wenn sie da sind, dann werde ich berichten. So, mach schon mal die Maschine klar hier. Gut, dass kein Fahrzeug hinter mir ist. Jetzt gleich rein in die Baustelle. Dann komme ich so rum. Dann komme ich doch wieder niemals rum da. Also, schmaler darf es nicht sein, echt. So, jetzt weiß ich auch nicht, fahre ich da rein oder fahre ich da nicht rein oder. Ich kann drumherum fahren, ja. Plan, ob ich da drin muss oder nicht drin muss. Drumherum fahren kann ich, ja. Geh mal kurz gucken, ob ich hier jemand finde. Irgendwo. Dahinter sieht es aus, als würde da oder soll da gearbeitet werden, ne? Da hinten dran oder was? Kann ich da drumherum fahren oder kann ich da nicht drumherum fahren? Egal, draußen war ja Platz, ich kann ja rückwärts wieder raus. Ich habe jetzt keine Ahnung. Muss ich da hin oder muss ich da hinten hin? Ich würde fast sagen da hinten hin, ne? Nicht los, der Bagger hätten müssen auf die andere Seite rüber. Bestimmt steht er hier falsch.
Da steht bestimmt falsch hier. Wahrscheinlich hätte ich das mit, du kannst außen herumfahren. Das heißt bestimmt, ich hätte müsse quasi da hinten dran. Und da hinten, wo das Tor ist, das sieht man gerade nicht. Da hinten dran hätte ich müsse wahrscheinlich so abladen, oder sollte ich wahrscheinlich abladen. Ich glaube, hier drin steht er falsch. Ich glaube echt, der steht falsch. Oder die machen hier drin den Zaun weg. Das kann natürlich auch sein. Da hinten wäre nämlich ein Tor, ne? Am Bauzaun, außen. Kläranlage Winnweiler. Nach Ebersheim, sondern ich muss nach Mainz-Gunsenheim. Ah, doch in den Gleisbergweg. Da muss ich rein. Was mag ich ja gar nicht. Die Straßenbahn ist beschäftigt. Mehr oder weniger. Ich glaube, das war es auch. Ich glaube, die fährt jetzt nicht mehr. Beziehungsweise wir müssen uns, glaube ich, keine Straße mehr teilen. So, da vorne ist die Ampel und an dieser Ampel fahre ich dann rechts rein. Lese mal die Ansage. Jetzt steht das Fahrzeug hier. Aber ich glaube, das könnte auch passen. Der ist weit genug hin. So, da muss ich hin. Das ist eine Einbahnstraße. Sorry, dass ich ranfliege, aber eigentlich bräuchte ich das ja gar nicht. Ne? Ich fahre ja vorwärts. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ist links die Baustelle oder ist rechts die Baustelle? Ich glaube, die war links. Als ich das letzte Mal hier war, bin ich diese Straße, das heißt der Gleisbergweg, die heißt der Gleisbergweg, bin ich von unten hochgekommen und bin hochgefahren bis ein paar Meter vor die Baustelle. Na, und hier mit dem Bagger später drauf, wieder rückwärts raus. Ja, wenn ich kann, fahre ich hier rum. Wenn das klappt, also rechts rum geht mit Sicherheit, je nachdem wie die Fahrzeuge parken, könnte ich rückwärts runterstoßen Richtung Baustelle.
Okay, hier vorne steht ein Fahrzeug auf dem Eck. Also, ja. Das hat sich dann schon mal erledigt. Ja, die beiden Fahrzeuge hier auf dem Eck. Ja, wenn ich von unten hochkomme, wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Das hier vorne nicht wäre. Ein Stück vorher. Beziehungsweise ein Stück vom Bordstein weg. Und ein Stück vom Auto. Das ist alles scheideneng. Müsste reichen, oder? So. Fangen wir mal an. Sag mal, roll doch mal einfach normal Rolle. Furchtbar. Einfach rollen. Was war das früher so schön? Was war das früher so schön? Da hast du nur mit deiner Kupplung.
Bordstein, also da. Was ist für Bordstein? Furchtbar. Furchtbar. Die Ampel ist rot. Das ist toll. Danke. Ich sollte den Bagger in der Zollhafen runter, aber das hat sich jetzt erledigt. Der Bagger geht nicht in den Zollhafen, der Bagger geht mit nach Hause. Ich gehe auch mal davon aus, das wird es heute Abend gewesen sein. Da bin ich das letzte Mal rein und dann fällt mir gleich wieder rechts hoch und dann kommt man quasi von unten her an die Baustelle. Habe ich das Gefühl, obwohl doch, wir sind eigentlich mit Lente, ne? Werde ich jetzt sehen, gleich vorne, ob die mitlenken oder nicht. Ich glaube fast nicht. Bleib hier kurz stehen. Alter, weil der Kopf nicht angewachsen wäre. Natürlich war sie noch zu. Ich war mir doch relativ sicher, ich hab's ja nicht gemacht.
war mir doch relativ sicher, dass ich die aufgemacht habe. Mir wird nie was. Ja, ich kann es nur noch mal. Ich glaube, ich habe schon 100 Mal gesagt, Vierachser brauche ich das nicht zu machen. Hier musst du die Lenkung hinten sperren, um die Bolzen zu öffnen. Ja, und ich vergesse regelmäßig, ja, mindestens einmal am Tag. Vergesse ich die Lenkung zu öffnen wieder. Ist ja jetzt nicht so, dass ich den Tieflader erst seit gestern fahre oder so, aber ja. Ne? Was soll ich sagen? So, jetzt muss ich hier vorne. Nicht hier. Hier? Ich glaube nicht hier. Ich kann mal gucken. Doch hier. Genau hier. Genau hier, da brauche ich gar nicht gucken. Fahren wir links ab und dann fahren wir kerzengerade Richtung Autobahn Mainz-Gonsenheim, die Autobahnauffahrt drauf. Kerzengerade geht es dann. Ich habe leer. Ich habe jetzt gerade eine Ansage bekommen. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an mir zweifeln soll. Und zwar habe ich doch am Samstagmorgen habe ich doch den 926. Quasi Ende der letzten Folge habe ich den 926 nach Mannheim gebracht, bin dann rüber nach Ludwigshafen und habe den 930 geladen, den ich heute Morgen, ich habe die Lenkung schon wieder nicht auf. Also echt, so langsam geht es mir auf den Sack. Moment, ich fange gleich nochmal von vorne an. Yeah.
Also, Wackel, den ich um Samstagmorgen alle Herrgott früh, ich bin um 4:30 oder so, bin ich hier los. Den habe ich nach Mannheim gebracht und bin dann rüber nach Ludwigshafen und habe den 39 geladen, den ich heute Morgen dann in Weilerbach abgeladen habe. Soll ich morgen früh, heute ist Montagabend, morgen früh soll ich wieder rausfahren und soll den 926 laden. Es wird noch besser. Und zwar soll der 926 soll dahin, wo ich den 930 geladen habe, rüber nach Ludwigshafen in die Jörgstraße. Ja, keine Ahnung, egal, ich mach's, alles gut, kann ja nicht mal alles rund laufen. Da vorne liegt und die ganze Paletten, die hier lagen, die Steine, ist alles da unten. Das habe ich natürlich einfach gebaggert, ne? Und habe nicht geguckt nach, dass das Zeug halt ganz bleibt. Habe ich jetzt im Nachhinein beruhigt es, weil mit Sicherheit geht es mit mir nach Hause. Dass ich nicht ein bisschen aufgepasst habe, aber haben die Ansage, oder ich wurde gefragt, ob ich Bagger fahren kann. Ich gesagt, ich kann den Bagger bewegen und ob ich das nicht schnell, der Kram, der da lag, halt, ob ich den nicht schnell in die Ecke da unten befördern kann. Da hätte ich fragen sollen, ob es kaputt gehen darf oder nicht. Ich habe nicht gefragt. Naja. Nicht gewartet, scheint so. So. Egal. Ich bin draußen. Beziehungsweise bin noch nicht draußen. Ich habe die Backe geladen. Ich habe das Baguette weggeschoben, habe jetzt geladen und mache mich jetzt 7.50 Uhr auf den Weg nach Ludwigshafen.
Danke, alles gut, danke. Eieieiei, da sitzen sie im Auto und lenken und machen und tun und es geht ja doch nichts. Ich muss der Hofmeister. Ich muss der Hof. Alter Schwede, irgendwas wollte ich gerade abgenommen. Danke. Ja. Ich hab das nicht gemacht hier. Oh, okay. Danke. Kommt doch Freude auf, oder? Das macht doch richtig Laune, so früh am Morgen. Ich glaube, ich habe mir eben einen Reifen kaputt gefahren. Müsste die Mittelachse am Tieflader sein. Ja. Erste Achse. Ich werde es gleich sehen. Ich werde es gleich sehen. Alter, hier steht ja alles voll. Hier steht ja alles voll. Gleich wieder aufsetzen. Kommen wir alle durch dahin. Gehen wir anheben. Das Niveau ein bisschen heben hier. War noch nicht gucken, aber wie gesagt, ich denke, oder ich weiß auf jeden Fall auf der rechten Seite.
Da fliegt jetzt noch einer weg, wenn ich hier über die Kuppe fahre. Vielleicht ist er auch nicht kaputt, aber es hat sich so angefühlt, als wäre der kaputt. Ich habe keine Fetzen fliegen sehen. Mal rückwärts weg. Komme ich da noch mal rückwärts weg? Ja, normal schon. Das ist ja nur die oberste Schicht, ist quasi Pampas. Fahren wir nämlich rückwärts hier rein. Weg, das hier neben an der Seite steht. Ich glaube, die erste Achse ist kaputt. Das sieht auch sehr mitgenommen aus. Moment. Kann er gleich machen. Vorbei, Quatsch, man, schon macht sich schon weit nach 12. Ich habe Mittagspause gemacht noch. Reifen war nicht vormontiert, alles gut. Jetzt fahre ich rüber in den Hof und gucke, dass ich das unebsche Sieb da geladen kriege. Irgendwie. Komplett ausziehen. Oh ja. So, jetzt alles fertig. 2,50 Meter kann ich ausziehen. Weiter wieso geht's nicht beim Dreiachser. Gucken wir mal, fahren wir mal die Scherbel bei hier. Ich will schon Bauchweh. Hoppla. Hoppla, da liegt sie auf der Schnauze.
spät als nie. Ne? Ich habe das Ding runtergeschmissen. Und jetzt habe ich den LH geladen. Der LH26, der Umschlagbagger. Jetzt läuft das in da vorne, ist da vorne ein Schlauch, da läuft die Brühe raus. 16.10 Uhr haben wir es gleich. Ich hätte jetzt lieber Feierabend gemacht. Jetzt machen wir den Kram noch. Ich weiß nicht mal, ob unsere Werkstatt genügend Material da hat, für den Schlauch gleich zu machen. Ich hoffe mal schon. Machen wir mal. Auf jeden Fall wird heute nicht mehr viel passieren. Ja, machen den Schlauch noch und dann, oder die Schläuche. Wir sind nämlich noch ein Schlauch nebendran. Der sieht auch relativ bescheiden aus. Sagen wir es mal so. Übermorgen haben wir es. Ich bin unterwegs nach Wolfstein mit dem LH. Gute 10 Minuten bin ich da. An die Baustelle selbst kann ich nicht fahren. Ich werde dann gleich vorne an der Ampel, wo wir den ersten Abriss gemacht hatten, da werde ich anhalten und den Bagger abladen. Der fährt dann per Achse dahin. Weiß nur der, der mir den Einlauf gegeben hat. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht warum. Von unserem Abrissmann, der dort ist, dass heute Morgen bis 9 Uhr eh noch nichts geht, weil da noch ein Gerüst vorne dran steht, das erst heute Morgen abgebaut wird. Aber Hauptsache ein Einlauf verteilt. Ja. Machen, was du willst. Es ist völlig egal, ob du auf die Knie unter der Maschine drumher rutschen tust oder so. Ja, es ist völlig egal. Als wärst du so ein richtig wertloser Mensch irgendwie. Rein.
nicht nach rechts geguckt hier. Du denn keine? So. Ich kann so von der Straße runter, vom Gehweg runter, dann lade mal hier ab. Leer, sorry, die Kamera da hinten will mal wieder nicht. Konnte auch die Ausfahrt nicht wirklich filmen. Oder gar nicht filmen. Ich fahre jetzt rüber nach Völklingen. Jetzt kann er eigentlich hin herumfahren, ne? Ich kann eigentlich hin herumfahren. Jetzt halt so. Haben wir hier vorne lauter auf die Bahn. Und in Völklingen setzt sich dann der Bagger um. Der Leer. Fahr jetzt noch runter, fahr wieder zurück in das Werk, in das Stahlwerk. Na komm, was ist? Wollen wir nicht? Wir wollen Juckel hier. Ja, wollen wir doch alle. Lade den Cutbagger noch und der geht rüber nach Hanau. Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe jetzt schon 3 Stunden Fahrzeit weg und habe jetzt noch gute 400 Kilometer vor mir. Ich glaube nicht, dass das reicht heute. Aber machen wir Schluss jetzt. Zeigen wir in der nächsten Folge. Die Flaggung hat er aus. Jawohl. Danke mich fürs Zusehen.
Apropos, es hat wieder etwas Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt hier gegen Ende noch ein bisschen ausflippen musste. Sorry, ist normal. Nicht so meine Art, das kommt leider vor. Könnte ich mich direkt danach, könnte ich mich selbst reden, weil ich das so gemacht habe, aber gut. Das ist, wie es ist. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis dann, ciao.